Willkommen im Tech Crash, meine lieben Aktienfreunde. Historische Kaufchance ergeben sich da? Fragezeichen. Ich habe jedenfalls schon mal zugeschlagen, welche der Aktien es ist. Das verrate ich euch auch in diesem Video. Was ich euch aber auch verraten werde und was noch viel, viel wertvoller ist, das ist, wie könnt ihr die Spreu vom Weizen trennen? Wie verhindert ihr bewertungstechnisch ins fallende Messer zu greifen, weil die Aktie immer noch sehr hoch überbewertet ist? Überteuert ist, wollte ich sagen, denn nur weil eine Aktie um 25% beispielsweise gefallen ist, heißt es ja nicht, dass die Aktie automatisch günstig ist. Hier nochmal zum Tech Crash. Ihr seht hier die 25% Minus vom Allzeithoch, jeweils es war Tesla. Andere Aktien hast du noch viel, viel schlimmer erwischt. DocuSign minus 50%, Zoom minus 65%, PayPal minus 40%, Teladoc minus 70%. Hätte noch weitermachen können, zum Beispiel mit Paletten und anderen, aber das soll mal hier als Illustration reichen. Wir werden uns jetzt also die Bewertung mal anschauen und wie ihr auch ohne mich oder unter andere Finanzinfluencer oder andere Finanz-YouTuber, die euch irgendwas zuflüstern müssen, wirklich in die Bewertung reingehen könnt, um zu gucken, ob die Aktien attraktiv sind. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber des Aktienfinders und du wirst auch gleich sehen, wie man den Aktienfinder verwenden kann jetzt, um tatsächlich auch diese jungen, aggressiv wachsenden, dynamischen Tech-Unternehmen zu bewerten. Gut, Tesla ist nicht mehr ganz so jung, PayPal hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel, aber die anderen, die sind wirklich ganz junge Wilde, die meistens auch noch Verluste einfahren, die in den roten Zahlen operieren, um eben entsprechend aggressiv zu wachsen. Es gibt zwei Fragen im Prinzip, die du dir beantworten solltest, bevor du in eine Tech-Aktie hier investierst. Und die für uns auch interessant sind und die wir beantworten werden. Das erste ist, war die Überbewertung erkennbar? Das heißt, einer von euch, ich hoffe natürlich nicht, aber der ein oder andere wird vielleicht hier beim Tech Crash schon mit dabei gewesen sein und ist zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen und hat jetzt halt Verluste, die hoffentlich nicht so hoch sind wie die, die wir hier in der Grafik sehen, aber auch dicke zweistellige Verluste, Buchverluste. Der ein oder andere hat es vielleicht sogar schon realisiert. Und das ist dann die Frage, war das jetzt in Anführungszeichen einfach nur Pech oder war es schon vorhersehbar, dass die Aktie einfach sehr stark bewertet ist und dass irgendwann dann das Fundamentale quasi wieder rauskommen muss, dass es um eine Übertreibung handelt und dass die Aktie dann halt sozusagen ja, auf Abruf mehr oder weniger verloren hat. War das also erkennbar? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, nach dieser Korrektur, die wir hier jetzt illustrativ sehen, sind die Aktien jetzt ein Kauf? Wie kriege ich denn das raus? Ja, also die erste Frage ist, waren die Aktien überteuert? Zweite Frage ist, sind die Aktien jetzt ein Kauf, nachdem sie so stark korrigiert haben? Und da fangen wir mal an, steigen wir mal ein. Hier ist der Aktienfinder schon und hier habe ich noch PayPal ausgewählt. Ich möchte euch erstmal eine Problematik zeigen, denn das Ganze hier soll euch dauerhaft was bringen. Hier geht es nicht einfach darum, die Aktie habe ich gekauft, super duper, sondern ich möchte euch wirklich langfristig helfen. So, gucken wir uns erstmal an, wo eigentlich die ganze Problematik ist bei diesen Aktien hier. Die Problematik liegt daran, dass diese jungen, dynamischen, wilden Wachstumsaktien schwerer zu bewerten sind. Schau mal hier mal eine quasi altgediente Qualitätsaktie an, Church & White. Wenn du hier den bereinigten Gewinn anschaust, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Und nach sowas kannst du hervorragend bewerten mit der dynamischen Aktienbewertung hier, Reiter fairer Wert. Gehen wir mal hier den fairen Wert, geben wir einfach ein. Dann siehst du hier, wie sich die faire Wert hier berechnet. Von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Ja, ab hier habe ich ausgewählt, 2011 ist der Default. Und dann siehst du, wie der Aktienkurs das in der Summe auch respektiert. Und jetzt ist die Aktie etwas teurer geworden als in der Vergangenheit. Sieht man auch. Kann man dann hier die Bewertung entsprechend noch anpassen. Sagt man, okay, dann, weil alle Aktien teurer geworden sind in der jüngeren Vergangenheit, möchte ich auch noch nur den Durchschnitt haben der jüngeren Vergangenheit. Dann geht der faire Wert ein bisschen nach oben, ist immer noch etwas teuer. Könnt ihr dann eure Rendite ausrechnen als langfristige Investoren. Hier über 3 Jahre könnt ihr hier noch korrigieren, sagen, ja, 30er KGV finde ich aber gerechtfertigt. Da geht das faire Wert noch ein bisschen hoch. Und das könnt ihr alles wunderbar machen. Ihr könnt auch andere faire Werte reinholen, wie den fairen Wert Dividende. Könnt das alles miteinander vergleichen und die können sich dann gegenseitig eben entsprechend bestätigen oder widersprechen, könnt ihr wunderbar damit arbeiten. Ich habe ein eigenes Video gemacht für Qualitätsaktien. Und Qualitätsaktien, das ist auch eine ganz wichtige Nachricht, Qualitätsaktien, meine persönliche Meinung, das A und O, wenn ihr langfristig Vermögen aufbauen wollt, das hier ist spicy, juicy oder wie auch immer ihr das ausdrücken möchtet,
Damit könnt ihr vielleicht hier versuchen, noch die extra Performance rauszukitzeln. Und es hat ja auch lange Zeit tatsächlich oder einige Jahre jedenfalls gut geklappt. Auch das zeige ich euch. Und zwar hier sind wir in Portfolio Performance. Und das Grüne hier ist das Starterdepot. Da haben wir 20 Qualitätsaktien drin, auch teilweise aus Tech-Bereichen. 20 Qualitätsaktien drin. Und ihr seht, die Performance des Starterdepots seit Auflage Juli 2019 schon. Gute alte Zeit, noch vor Corona-Zeit. Da seht ihr, die Performance kann sich sehen lassen, insbesondere wenn man die niedrige Volatilität anschaut, die unter der des MSCI World liegt. Bin ich wirklich stolz drauf. Also das ist hier schon fast die Quadratur des Kreises. Trotzdem kann sich das Starterdepot nicht mit der Performance des Nasdaqs messen. Hier ist der Nasdaq und da seht ihr hier, die Rendite ist einfach sehr viel höher. Hier ist die Rendite, das ist die Y-Achse, interner Zinsfuß, Rendite von 20,6%. Und der nächste kommt eben auf 29%, kann sich schon messen, aber ist halt hinten dran. So, was ihr aber auch seht, ist hier die X-Achse, da ist das Risiko in Form der Volatilität gemessen. Und ihr seht, dass der Nasdaq nicht nur die höchste Performance hat, sondern auch mit Abstand die allerhöchste Volatilität, also sprich Schwankung. Und jetzt wird es interessant, wenn wir uns mal hier die Ein-Monats-Performance anschauen. Und dann seht ihr, wie das nach hinten kippt. Nämlich, wenn der Markt nach oben geht, dann ist diese starke Volatilität ein Vorteil. Das hohe Risiko, dann hat es sich quasi ausbezahlt. Wenn ihr jetzt auf Ein-Monats-Performance geht, dann seht ihr unten plötzlich ein Nasdaq. Da ganz unten, interner Zinsfuß, minus 53%, das ist sehr hoch gerechnet. Und hier ist das Starterdepot. Das heißt, wir sind auf den letzten Monat betrachtet immer noch im Plus. Eine positive Rendite erwirtschaftet. Die Volatilität ist immer noch relativ niedrig. Hier haben wir einen Kollegen hier, Luxor S&P 500. Da ist der Benchmark noch für den ETF und noch sehr viel weniger in der Vola. Mal gucken, ob das nicht ein Datenfehler ist. Jedenfalls haben wir hier eine positive Rendite erwirtschaftet. Und ihr seht hier, dass die hohe Volatilität dem Nasdaq jetzt sozusagen zum Verhängnis geworden ist. Obwohl ja die dicken Flaggschiffe, der Nasdaq hält sich ja noch halbwegs gut, ja, weil die dicken Flaggschiffe, Tech-Flaggschiffe, nur relativ wenig abgegeben haben. Aber trotzdem, hier seht ihr, wie jetzt quasi dem Nasdaq das kurzfristig sozusagen performancetechnisch um die Ohren fliegt, die hohe Volatilität. Und deshalb, Qualitätsaktien sind das A und O. Und ihr seht hier könnt ihr immer noch beruhigt schlafen, weil ihr eben nicht so hier von diesem Tech-Crash berührt seid. Wenn ihr mal das Starterdepot euch anschauen wollt, das kann ich euch dann auch noch verlinken, das ist hier, wie sowas aussieht. Da ist es. Und da müsste jetzt auch gleich die Performance kommen. Jawohl, sind schon 18.000 Euro drin. Sind auch alle Aktien hier drin, alle Branchen, alles richtig transparent, ohne Payment Wall. So, habe ich jetzt kurz noch gesagt. Das war mir wichtig, weil ich einfach das Ganze ins rechte Bild rücken möchte. Weil ich will ja nicht, dass ihr jetzt hier wild losrennt und da die eine oder andere Tech-Aktie kauft, weil sie gefallen ist. Sondern ich will, dass ihr halt als langfristige Investoren erfolgreich seid. Dafür gibt es den Aktienfinder und deshalb drehe ich ja auch die Videos. Aber keine Sorge, ich werde euch noch verraten, welche Tech-Aktie ich gekauft habe. Und wir gucken uns jetzt erstmal noch andere Tech-Aktien an, weil ich euch zeigen möchte, wie ihr eben herauskriegen könnt, ob erstens die Überbewertung erkennbar war, das heißt die hohen Kursverluste, die man erlitten haben könnte, und ob die Aktie jetzt eben entsprechend in Kauf ist. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an hier mit DocuSign. Dann geht es jetzt mal los. DocuSign, was machen die? Ja, die haben dem Papierkrieg den Kampf angesagt sozusagen. DocuSign, also ich weiß noch, wie das bei KPMG war, wenn dir die Personalabteilung irgendwas geschickt hatte oder wenn du Software bestellen wolltest, ich habe dir ja programmiert lange Jahre, dann hast du erstmal eine E-Mail bekommen. In der E-Mail war irgend so ein Formular drin. Das Formular musstest du ausdrucken. Dann musst du das unterschreiben. Dann musst du das wieder einscannen. Dann musst du eine Mail wieder schreiben und das zurückschicken, das eingescannte Formular als Anlage an die Personalabteilung, an den Bestellservice oder was auch immer. Und die mussten das dann wieder, das Formular quasi in Empfang nehmen, aus ihrem E-Mail-Programm heraus, also aus Outlook, und mussten es dann quasi wieder in den Workflow weitergeben, damit die Software bestellt wird oder was weiß ich. Also das ist natürlich das viel Optimierungspotenzial und DocuSign hat sich dem angenommen, ist nicht der einzige Anbieter. Adobe beispielsweise macht das auch, also die haben schon Konkurrenz. Aber DocuSign hat sich dem angenommen und tut halt dann diese Prozesse deutlich effizienter gestalten. Also das Geschäftsmodell ist cool. Ich habe auch selbst schon mit DocuSign signieren dürfen. Funktioniert alles. Insofern nachvollziehbares Geschäftsmodell, wie ich finde.
und auch ein sinnvolles Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz hat es die Aktie ja auch ganz schön erwischt. Hier minus 50% vom Allzeithoch. Hier seht ihr in der dynamischen Aktienbewertung dann auch eben entsprechend, wie die Aktie gefallen ist. So, von da oben von 310 auf ungefähr 155, minus 49,6%. Autsch, tut weh, ne? Würde ich mal sagen. Und jetzt natürlich die Frage, war das irgendwie vorhersehbar? Und dafür, jetzt zeige ich euch mal das Problem noch, bei Church & Dwight hat das wunderbar funktioniert mit der dynamischen Aktienbewertung. Und wir haben hier bei DocuSign, kannst du auch mit der dynamischen Aktienbewertung hier die Aktie versuchen zu bewerten. Wir haben hier den Gewinn, den bereinigten Gewinn, den operativen Cashflow, wir haben das ja halt auch alles. Auch für DocuSign, Dividende zahlen sie nicht. Aber was ihr hier schon mal erstens seht, ist, dass DocuSign Verluste schreibt. Und zwar die ganze Zeit über sollen die Verluste schreiben. Wenn wir aber den bereinigten Gewinn haben, dann könnt ihr das erstmal überhaupt nicht bewerten, die Aktie. Wir bewerten die historisch mit historischen KGVs. Wer nur Verluste schreibt, dann kannst du kein Kurs-Gewinn-Verhältnis ausrechnen, kannst du auch keine historische Bewertung ausrechnen. Geht also schon mal gar nicht. Wenn wir hier Fair Value bilanzierter Gewinn, passiert nichts, geht nichts. Wir haben jetzt aber auch noch den bereinigten Gewinn hier. Und der bereinigte Gewinn, der wird explizit beim Aktienfinder angezeigt. Den findet ihr nicht auf Finanzen oder anderen Seiten. Und ich zeige euch das nochmal kurz, habe das hier eingeblendet, Factored Workstation, Stock-Based Compensation. Die Mitarbeiter werden mit eigenen Aktien belohnt. Wenn es mit Unternehmen gut läuft, kriegen einen Anspruch auf eigene Aktien, die sind dann viel wert. Und das ist natürlich motivationssteigernd, zerhaut aber den Earnings per Share Gap, den bilanzierten Gewinn. Hier seht ihr, ist komplett negativ, wobei der eigentlich, wenn ihr das bereinigt, insbesondere um die Stock-Based Compensation, dann ist der Gewinn positiv. Und das gibt ein sehr viel besseres Bild als der bilanzierte Gewinn, der bereinigte Gewinn. Wird euch woanders nicht angeboten. Also ist das hier der bereinigte Gewinn? Könntet ihr jetzt sagen, kann man damit bewerten? In der Theorie schon. Da lassen sich jetzt historische Durchschnittsbewertungen ausrechnen. Dann hättet ihr hier den fairen Wert bereinigt. Aber ihr seht schon, da würde ich sagen, die Aktie ist eigentlich 500 Dollar wert. Das ist ja hier ein richtiges Schnäppchen. Wie kommt das zustande? Weil hier der bereinigte Gewinn einfach noch relativ niedrig war und die Bewertungen hier extrem hoch waren. 100 KGV bereinigt von 190, 193 und jetzt plötzlich halt nur noch 78. Also es war hier extrem hoch und es ist einfach nur, das ist nicht repräsentativ. Damit könnt ihr nicht bewerten. Jetzt könnt ihr jetzt noch mit dem operativen Cashflow probieren. Und ich glaube, der sieht auch schon ein bisschen besser aus hier. Der sieht schon mal deutlich realistischer aus. Da wäre dann die Aktie unbewertet. Fair Wert immer noch bei 211. Aber Freunde, bei so einer kurzen Historie und wenn die Übertreibung gleich so früh anfängt, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, wenn die Übertreibung so früh anfängt, dann kommt die Übertreibung halt auch in die Durchschnittsberechnung rein und es hebt halt die kompletten fairen Werte durch diese durchschnittlich ausgerechneten Multiples halt nach oben. Und ich bleibe dabei, ihr könnt es zwar probieren, mit der dynamischen Aktienbewertung nicht nur Qualitätsaktien zu bewerten, sondern auch diese Tech-Aktien, aber das ist sehr unzuverlässig. Allgemein ist die Bewertung von solchen Aktien sehr, sehr viel schwerer als von Qualitätsaktien. Es ist auch völlig egal, welche Bewertungsmethodik ihr dafür heranzieht. Ihr könntet euch auch beispielsweise eine Discounted Cashflow-Analyse probieren, die sehr kompliziert ist und euch eine Pseudo-Zuverlässigkeit nahelegt, weil ihr in viele Excel-Zellen irgendwelche Daten eingetragen habt, wie ihr abdiskontiert, wie über die nächsten 10 Jahre und dann Final Terminal Value, dann hier der Cashflow aussehen soll und so. Und es ist meiner Meinung nach auch sehr gefährlich, dann damit zu machen und sich dann der Scheinsicherheit zu wiegen, außerdem extrem aufwendig. Also, das hier funktioniert einfach nicht so, wie es funktionieren soll, wie es bei Qualitätsaktien funktioniert. Und jetzt kommt's, wir haben hier auch die Multiples. Und was man machen kann, ist, man kann jetzt auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis ausweichen für die Bewertung von solchen, nennen wir es mal, aggressiven jungen Wachstumsaktien. Genau das tun wir jetzt bei DocuSign. Kurs-Umsatz-Verhältnis, also wir haben hier andere, wir sind hier immer von den Gewinnen ausgegangen, von den Cashflows. Jetzt nehmen wir sozusagen nur noch den Umsatz und gucken, mit dem Wievielfachen des Umsatzes ist die Aktie bewertet. Das KUV hat Vorteile, aber hat auch Nachteile. Ich möchte das Ganze so hier mit einem Rundumblick euch geben. Könnt ihr das Video auch gerne dann zweimal oder dreimal anschauen, wenn es zu viel Input ist.
Vorteil ist beim KUV erstmal, dass der Umsatz schwer manipuliert werden kann, im Gegensatz zu dem Gewinn. Das haben wir ja auch hier gesehen, was in den Gewinn alles so reinfließt, auch wenn wir den bereinigten Gewinn anzeigen und was dann hier aus dem bereinigten, also aus dem bilanzierten Gewinn alles rausgerechnet wurde. Und das ist natürlich auch immer irgendwo gewisse Ermessenssache. Der bilanzierte Gewinn hat eben viele Sachen aufgrund von Rechnungslegungsvorschriften, die das Transparente, die der Transparenz quasi entgegenwirken. Und dann der bereinigte Gewinn ist in sozusagen einer gewissen Willkür behaftet, wo jetzt das Management gesagt hat, das sind alles quasi Störfeuer, die entfernen wir und dann geben wir euch den bereinigten Gewinn, weil der ein besseres Bild gibt als der bilanzierte Gewinn. Und beim Umsatz ist halt einfach nur der Umsatz, das ist quasi das, was rauskam. Und das ist eben so nicht zu manipulieren, weil halt eben in erster Linie auf der Kostenseite relativ wenig abgezogen wird. Ne? Umsatz ist der Umsatz. So, was wir jetzt bei DocuSign sehen, das ist, dass wir hier in der Vergangenheit, und hier zeigen wir auch immer das durchschnittliche Multiple an, KUV und so weiter. Wir machen es übrigens auch fürs KGV und gut, KGV ist ja wie gesagt nicht berechenbar. Wir machen es auch für die anderen KGV bereinigt und KCV. Also hier zeigen wir immer das durchschnittliche Multiple an. Und ihr seht, das waren 22,27 mit dem KUV. Ihr seht aber auch in der Vergangenheit, hier, wie stark das gestiegen ist. Und ihr seht, dass in der Vergangenheit DocuSign deutlich günstiger bewertet war vom Markt. Hier ist auch wieder, genau wie beim fairen Wert, wir gehen immer vom Markt aus. Wir gehen vom Markt aus, wir gucken, wie hat langfristig der Markt, sprich die Börse, die Aktie, das Unternehmen bewertet. Und wir gehen davon aus, dass über den langen Zeitraum der Markt schon weiß, was die Aktie wert ist. Auch wenn es zu starken Übertreibungen und auch mal Untertreibungen, unsere große Chance dann, kommen kann. Und hier sehen wir gerade eine starke Übertreibung. Hier sozusagen interpretieren wir das jetzt so, war die Welt in Anführungszeichen, die Bewertungswelt noch in Ordnung. Und da war die Aktie bewertet mit dem durchschnittlichen KUV von, hier haben wir 13. Damals war die Welt noch in Ordnung und dann kam hier Corona, hier ist der Corona-Crash, da hatten wir dann auch nochmal einen 13er KUV. Und dann innerhalb relativ kurzer Zeit ist die Aktie dermaßen durch die Decke gegangen, dass wir hier bis zu einem 50er KGV fast kommen, hier 48er KGV, war die Aktie dermaßen teuer und fast eine Verdreifachung, ja, doch, mehr als eine Verdreifachung vom durchschnittlichen KUV innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ungefähr einem Jahr. Und dann haben wir hier eine Seitwärtsbewegung und dann haben wir hier schon mal eine große Korrektur. Da ging es dann runter auf bis zu 23, dann ging es hier wieder hoch und dann wieder nach unten. Das könnt ihr hier ja auch sehen, wenn man das alles wegblenden. Wenn man hier den Kursverlauf anguckt, hier ging es dann relativ kurze Zeit richtig nach oben. Und dann kam hier der Einbruch, ein Kurseinbruch, und dann ging es nochmal nach oben, der Kurs, bevor er wieder korrigierte. Der Aktienkurs hier übrigens liegt deutlich über dem Aktienkurs hier vom ersten Hoch. Und trotzdem ist das KUV hier niedriger, als es da war. Warum? Ja, weil der Umsatz entsprechend stark steigt des Unternehmens. Das heißt, ein Jahr später ist der Umsatz sehr viel höher, was wiederum heißt, dass das KUV niedriger ist. So. Jetzt haben wir hier entsprechend, seht ihr die erste Korrektur, dann geht er wieder das hohe KUV bis in den 40er Bereich rein. Und jetzt wird es interessant, jetzt haben wir wieder die Korrektur und momentan haben wir ein KUV von um die 16, knapp 16. Und jetzt kann man tatsächlich sagen, okay, aus dieser Perspektive heraus sehen wir jetzt wieder da angekommen beim KUV, wo wir ja auch schon hier zu Anfangszeiten von Corona oder im Prinzip auch schon kurz davor waren, wo wir auch schon mal gewesen sind im Jahr 2018. Man kann also sagen, die Korrektur bei DocuSign hat dazu geführt, dass das alte Bewertungsniveau wieder erreicht wurde von DocuSign. Also bleiben wir bei unseren Fragen. War die Überbewertung erkennbar? Eindeutig ja. Die Überbewertung war eindeutig erkennbar anhand des KUVs. Ist die Aktie nach der Korrektur ein Kauf? Sagen wir mal, ist die Aktie wieder fair bewertet. Anhand des KUVs ist sie wieder fair bewertet. Tatsächlich ist die Aktie im Kauf. Da gehört dann natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Da muss man das Geschäftsmodell verstehen, man muss ans Geschäftsmodell glauben und so weiter. Ich gebe keine Kaufempfehlung ab, ich gebe keine Verkaufsempfehlung ab. Man könnte jetzt aber tatsächlich sagen, okay, die Aktie ist jetzt wieder historisch durchschnittlich bewertet. Sie ist nicht günstig bewertet nach 50% Kurssturz, könnte man ja auch meinen. Aber sie ist historisch jetzt irgendwo wieder in die Nähe des fairen Werts gerückt anhand des KUVs. Und jetzt
Auch noch dazu, wir haben hier, wir zeigen ja nicht nur das vergangene und das aktuelle KUV an, sondern wir haben ja auch die Prognosen. Ihr seht ja hier die Prognosen des Umsatzes und wir berechnen daraus aus, darauf basierend auch die zukünftigen KUVs, die prognostizierten KUVs. Und da seht ihr, wie das dann hier nach unten geht. Und Anfang 2024 hätten wir dann beispielsweise hier ein KUV von 9,5. Das heißt, wir wären dann angekommen bei einer Bewertung, die so günstig wäre, quasi wie hier, als die Aktie wohl mal kurzfristig eine Schwächephase hatte. Also das wäre dann schon eine historisch günstige Bewertung, was wiederum nahelegt, dass, weil das kann, hier kann man ja bei der Digitalisierung von dem Megatrend sprechen, man, wenn man jetzt einsteigen würde, vermutlich kann man streichen, man mit einer positiven Rendite der Wirtschaft rechnen kann, wenn man die Aktie jetzt längerfristig hält. Das ist quasi meine Aussage für DocuSign. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe DocuSign nicht gekauft. Ich habe DocuSign nicht im Depot. So, jetzt gehen wir mal zur nächsten Aktie. Da würde ich sagen, hier Tesla. Tesla hat auch verloren. Hier minus 25%, noch relativ bescheiden. Und dann hier der Disclaimer ganz von Anfang an. Also ich habe Tesla im Depot, habe ich sie nachgekauft, werde ich euch gleich verraten. So, bezüglich Tesla, hier sind wir schon beim KUV. Was Tesla macht, erzähle ich jetzt mal nicht. Tesla supportet Twitter in erster Linie über Elon Musk. Das, was früher Donald Trump gemacht hat, macht jetzt Elon Musk, weil er ja gerade groß fleißig seine eigenen Aktien verkauft. Auch ein Grund für den Kursrückgang. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was es mit dem KUV auf sich hat bei Tesla und was das KUV zu Tesla sagt. War die Überbewertung erkennbar? Ist die Aktie jetzt nach der Korrektur ein Kauf? Was uns zuerst mal auffällt, das ist hier dieser Riesenausbruch nach oben. Schon im Jahr 2013, 2014, da hatte Tesla mal kurzfristig einen KUV von 50. Und momentan haben wir einen KUV von 22. Also richtig günstig im Vergleich zu dieser Übertreibung. Was denn da passiert, kann ich euch zeigen, wenn wir hier in den fairen Wert gehen. Und dann hier das Ganze mal den Aktienkurs uns anzeigen. Machen wir das Ganze mal logarithmisch. Und dann seht ihr hier, dass Tesla schon mal richtig gut zugelegt hat. Innerhalb von einer kurzen Zeit ist der Aktienkurs von 5 Dollar auf 50 Dollar, der sich verzehnfacht. War fast ein Ten-Bagger schon mal, ist aber schon eine ganze Weile her. Deshalb weiß es keiner mehr. Aber damals konnte man schon eine hohe Rendite erzielen. Und damals ist dann auch das KUV nach oben geschossen. Hat sich dann aber relativ schnell wieder beruhigt sozusagen. Das war von 2012 auf 2013. Guck mal, was die Umsätze damals gemacht haben. 2012 auf 2013. Und da seht ihr, die sind angesprungen. Die haben sich verfünffacht. Die haben sich innerhalb dieses kurzen Zeitraums dann verfünffacht. Und dann hier nochmal um 50%. Model S, Model X wahrscheinlich. Nein, doch, Model S, Model X, die alten großen Premium-Modelle, die wurden hier wahrscheinlich dann in Serie gefertigt und verkauft, gab dann den ersten schönen Umsatzsprung von 400 Millionen auf 2 Milliarden US-Dollar. Erklärt auch, warum das KUV dann wieder stark gefallen ist, weil halt die Umsätze sich verfünffacht haben. Und danach ist es aber ruhiger geworden, sage ich mal. Gehen wir mal hier hin. So, jetzt sieht ihr dann die jüngere Vergangenheit und dann seht ihr, dass Tesla immer wieder günstiger geworden ist. Die Aktie ist immer wieder günstiger geworden anhand des KUVs, bemessbar von einem KUV von 16, sind die dann bis auf ein KUV von 1,4 gefallen. Von 1,4. Wenn wir jetzt mal Daimler angucken würden oder sowas, kann das sein, dass da die klassischen Autobauer dann sehr in der Nähe waren und dass Toyota dann ein höheres KUV hat. Da könnt ihr dann selber mal nachgucken. Ich will das Video nicht in die Länge ziehen, das wird eh schon lang genug. Und dann ist was passiert. Und dann ist das KUV gestiegen und zwar auf 30, also von 1,5 auf 30 und heute, wie gesagt, sind wir bei 22,5. Müsste man jetzt sagen, das ist eine absolute Übertreibung, eine absolute Übertreibung. Und jetzt komme ich zur Schwäche des KUVs. Warum haben wir in der dynamischen Aktienbewertung eigentlich noch nicht das KUV drin, da holen wir wahrscheinlich auch rein, aber warum sind wir zuerst auf den Gewinn gegangen und den operativen Cashflow? Weil da die Margen schon drin sind. Das sind quasi Endziele, wenn man so möchte. Das sind schon richtige Erfolgsgrößen, die nah am Enderfolg liegen, weil der Gewinn ist das, was überbleibt. Wenn die Kosten weg sind und der Cashflow ist im Prinzip auch das, was überbleibt, wenn die Kosten weg sind, nur wird hier der tatsächliche Geldfluss gemessen, während beim Gewinn das Ganze halt bilanztechnisch verbucht wird.
Und das sind schon Erfolgsgrößen, die halt nah am Endergebnis sind. Während der Umsatz, da sind ja noch nicht die Kosten weg. Das heißt, da sind die Margen noch nicht mit berücksichtigt, was am Ende tatsächlich hängen bleibt. Und es ist einfach so, dass ein Euro Umsatz oder ein Dollar Umsatz nicht gleich ein US-Dollar, nicht immer gleich wert ist, sondern er wird dann wertvoller, wenn viel vom Umsatz hängen bleibt. Ja? Je mehr vom Umsatz hängen bleibt, desto wertvoller wird der Umsatz. Und das kann sich im Zeitverlauf ändern. Und bei Tesla hat sich das ganz, ganz stark geändert. Und das seht ihr, wenn ihr hier beispielsweise die operativen Margen euch anzeigen lasst. Und dann gehen wir mal gucken wir uns hier an. Also nicht nur der Umsatz steigt, sondern auch die Margen steigen. Und das ist eben eine ganz starke Kombination. Und wir haben zum Beispiel im Jahr 2018 war die operative Marge noch negativ. Das heißt, im Prinzip, je mehr, wir sagen es anders, ein Dollar mit einem Dollar Umsatz wurde halt 1 Cent 18, 1 US-Cent 18 Verlust eingefahren. Das muss man sich dann die Frage stellen, ja, was ist denn so ein Umsatz überhaupt wert für mich als Aktionär, wenn das Unternehmen Verluste schreibt und, das kam ja auch dazu, möglicherweise bald bankrott ist. Weil Tesla war ja bis ins Jahr 2019 rein kurz vorm Bankrott. Mein Spruch damals war Pleite oder Weltherrschaft bezüglich Tesla. Und man wusste nicht, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz schwer zu sagen, okay, was ist mir denn so ein Dollar Umsatz wert, wenn das Unternehmen damit Verluste macht und möglicherweise bald pleite ist? Nicht viel, oder? Nicht viel. Extrem hohes Risiko. Extrem hoher Abschlag in der Bewertung. Und genau das sehen wir hier. Wir hatten kurzfristig diesen Hype gehabt. Hier. Tesla hat die erste Serienfertigung wahrscheinlich gemacht, hat die Umsätze stark gesteigert. Und dann kam ein langes, langes Tal der Tränen, ein langes, langes Tal der Tränen, wo man nicht wusste, ob Tesla die nicht doch irgendwann pleite geht. Und die Bewertung von Tesla ist immer stärker nach unten gerauscht, weil die Margen halt negativ waren und man nicht wusste, wie es weitergeht. Und dann kam der große Turnaround. Dann hat man gesehen, oh, die Produktionshölle, sie wird bewältigt bei Tesla. Es läuft. Und sie erwirtschaften positiven Cashflow und sie erwirtschaften sogar Gewinne. Und heute wissen wir, es ist näher an der Weltherrschaft als an der Pleite. So, und dann ist das Bewertungsniveau nach oben angezogen. Und das ist jetzt natürlich die Frage. Also, jetzt haben wir erstmal gesagt, dass das KUV eben nicht nur Stärken hat, dass man damit Wachstumsunternehmen bewerten kann, sondern es hat auch Schwächen, weil die Margen nicht mit berücksichtigt sind und man muss halt einfach gucken, man muss es mit berücksichtigen, implizit dann und zu sagen, okay, tatsächlich ist ein deutlich höheres KUV für Tesla heute gerechtfertigt, als es in der Vergangenheit war. Das ist über alle Zweifel erhaben, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Jetzt kann man sagen, ja, aber wie hoch ist denn jetzt eigentlich das faire KGV, ne? Und war der Kurssturz quasi erkennbar. Und jetzt ist das Gute, dass wir hier ebenfalls die Prognosen haben. Jetzt können wir uns sozusagen auf diesen Teil hier konzentrieren. Und ihr seht, dass aufgrund der stark steigenden Umsätze, wie sie hier prognostiziert sind, auch die Multiples, die momentan hier bei 22 sind, ich glaube, das ist niedriger als DocuSign war bei 15, glaube ich. Ne? Also es ist noch ein bisschen höher als bei DocuSign. Aber ihr seht, wie stark aufgrund der stark wachsenden Umsätze die KUVs nach unten gehen. Extrem stark. Im Jahr Ende 2024 hätten wir bei Tesla ein KUV von unter 10. Das heißt also um die 9. Um die 9. Und wir kommen also dann wieder. Also das hohe KUV baut sich relativ stark ab. Plus, ihr seht im Qualitätscheck, dass die Margen weiter steigen sollen. Dass die Margen weiter steigen sollen. Ne? Von hier 9,5, die operativen auf 11,5. Auf dann fast 14, 16% und so weiter. Ist natürlich ein bisschen Glaskugel, aber ihr seht, das ist quasi nur die Fortsetzung von dem, was eh schon quasi im Gange ist. Die Umsätze steigen die ganze Zeit, sie sollen auch weiterhin stark steigen. Die operativen Margen steigen die ganze Zeit, sie sollen auch immer noch weiter steigen. Und Tesla ist ja kaum noch abhängig von diesen Gutschriften, von diesen Umweltboni-Zertifikaten, die die anderen Autohersteller geben müssen. Das habe ich dir auch die Zahlen angeguckt, das wird immer weniger. War ja früher auch so eine Kritik. Ich möchte jetzt gar nicht so arg in die Tiefe steigen bei Tesla. Es geht um die Bewertung von Tech-Aktien. Ich zeige euch einfach, worauf ihr gucken könnt, müsst. Um halt nicht, damit nicht sowas passiert bei euch. Ne? Okay. Also der Umsatz wird immer, immer mehr wert und es wird immer mehr Umsatz gemacht. Das führt eben dazu, dass das KUV stark sinkt, zum einen.
Und dass der Markt, das seht ihr jetzt hier nicht, dass der Markt, weil der Umsatz immer mehr wert ist, Tesla auf Dauer ein höheres KUV zugestehen kann, beziehungsweise wird, wenn es so kommt, wie hier prognostiziert ist. Deshalb ist Tesla aus meiner Sicht erst erstmal nachvollziehbar, dass bei Tesla, obwohl viele Leute sagen, die Bewertung ist jenseits von Gut und Böse, dass bei Tesla wir nur minus 25% in Anführungszeichen haben, während andere Tech-Aktien, wie jetzt DocuSign und so weiter, deutlich mehr verloren haben, weil Tesla auf mittelfristige Dauer gar nicht so überbewertet ist, wie es erscheint. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier die Multiples hier euch anschaut, KGV bilanziert, was ihr auf Finanznet und so kriegt von 300, jenseits von Gut und Böse. Aber wenn ihr euch die Multiples anguckt, dann relativiert sich das ganz, ganz schnell, weil es eine ganz, ganz andere Sichtweise ist. Und die ist deutlich, deutlich besser für Tesla geeignet, als wenn ihr jetzt auf das KGV oder so wie sowas schaut. Also ich denke, dass man mit Tesla, ist immer nur meine Einschätzung, mittelfristig noch eine schöne Rendite erzielen wird und dass Tesla sich so gut gehalten hat, obwohl Elon Musk mittlerweile, oh, wie viel waren es? Ich weiß nicht mehr, wie viele Aktien er verkauft hat, 17 Millionen oder irgend sowas über die letzten 4 Wochen. Und das war ein ganz starker Treiber für die Kursverluste. Und trotzdem hat die Aktie nur minus 25% gemacht. Und ich gehe davon aus, dass man mittelfristig damit noch gut fahren kann. Hat natürlich Risiken, klar, man will gar nicht in Abrede stellen, aber wenn es so läuft, wie hier prognostiziert, wird die Aktie vermutlich weitere Höchstkurse sehen. Auf mittelfristige Dauer von 2-3 Jahren bin ich mir relativ sicher. So, Tesla habe ich im Depot, habe ich aber nicht nachgekauft. Also das ist auch nicht die Aktie, die ich gekauft habe. Und jetzt kommen wir zur dritten Aktie und das wäre PayPal. Ich gebe zu, PayPal ist kein ganz junges Unternehmen, kein junger Wilder. Und ich sage, PayPal habe ich gekauft. Ich hatte PayPal vorher nicht im Depot. Ich habe mir jetzt 100 Stück zugelegt für 183 Dollar, irgend sowas. Und PayPal ist schon eine Qualitätsaktie, tatsächlich. PayPal wächst aber auch noch sehr stark. Ich habe euch jetzt gar nicht die Wachstumsraten gezeigt, die prognostizieren, zum Beispiel für DocuSign. Wenn ihr mal PayPal und DocuSign vergleicht, dann werdet ihr sehen, dass PayPal höhere Wachstumsraten hat, prognostizierte Wachstumsraten als beispielsweise DocuSign. Und die sind auch deutlich leichter zu bewerten. Hier seht ihr den bereinigten Gewinn und dann könnt ihr einfach hier das Ganze drüberlegen und dann seht ihr hier, dass die Aktie jetzt auch relativ stark überbewertet war. Also ihr seht erstmal, dass es funktioniert. Das ist ähnlich wie bei Church & White. Was wir bei Church & White aber nicht hatten, das war hier dieser krasse Ausbruch nach oben, der den Aktienkurs bis auf über 300 US-Dollar getrieben hat. Jetzt ist er ja wieder stark gefallen hier auf momentan 186 und ist ja immer noch nahe des Kurses, zu dem ich die Aktie quasi gekauft habe. Habe ich auch erst vor kurzem gemacht. Kurzfristig kann auch eh immer alles passieren. Und ich halte PayPal für ein sehr, sehr interessantes Investment. Es kann ja sein, dass auch hier natürlich kurzfristig erstmal noch nichts zu holen ist. Auf ein Jahressicht, ihr seht auch hier den fairen Wert, ungefähr bei 180 US-Dollar, basierend auf der Bewertung der Vergangenheit. Wenn ihr jetzt aber dann die Bewertung verkürzen würdet oder so, dann würdet ihr auch einen höheren fairen Wert kriegen. Halt PayPal für sehr interessant. Es gibt auch eine schöne Aktienanalyse von Wir lieben Aktien. Und da wird auch nochmal einiges über PayPal erzählt, wie so die Struktur ist vom Geschäft, wie so die Umsätze machen, wie PayPal Geld verdient und so. Finde ich auch, das ist eine sehr gelungene Aktienanalyse. An der Stelle mal kurz darauf hingewiesen und dann gehen wir wieder zurück. Wir können hier natürlich auch die Multiples verwenden für die Bewertung von PayPal zusätzlich. Uns das KUV mal anschauen, können wir hier auch machen und hier seht ihr genau dasselbe. Hier seht ihr, dass wir hier diesen hohen Ausbruch hatten. Frage zurück, war die Überbewertung von PayPal erkennbar, wenn jemand in der Nähe von 300 US-Dollar eingestiegen ist? Dazu ein klares Ja, die Überbewertung war erkennbar. Einmal hier, weil es eine Qualitätsaktie ist, bereits in der dynamischen Aktienbewertung, sehr, sehr schön. Aber auch hier anhand des KUVs. Und jetzt sind wir wieder in die Nähe der historischen Bewertung zurückgekehrt, wenn wir uns das Ganze angucken ab 2017. Und ihr seht, dass im Prinzip die PayPal-Aktie sozusagen 3 Phasen der Bewertung hatte. Sie hatte hier mal eine Phase der Bewertung seit 2015, wo die Aktie mit so einem durchschnittlichen KUV von ungefähr 5 bewertet war. Dann ging es höher auf um die 8, wo wir jetzt ungefähr wieder gelandet sind. Und dann ging es mal hier höher auf bis zu
17, eine deutliche Überbewertung. Und auch hier schön zu sehen, wie das KUV wieder sinken soll, Ende 2024 auf dem KUV. Nur von, in Anführungszeichen, nur nahe 5. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Aktie dann auch sehr schön, dass man mit der Aktie gute Renditen machen kann. Ich sage es mal so, wenn man sie längerfristig hält. Was man hier auch noch schön sehen kann, sind dann die Unterschiede anhand des KUVs, Bewertungsniveaus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Aktie dann auf so einem KUV, wie wir es momentan haben, bei um die 8, 9, dass es da bleiben wird, sprich auf diesem Bewertungsniveau, was ja noch vor Corona war. Und jetzt kann man auch nochmal das rückübertragen, zum Beispiel in die dynamische Aktienbewertung. Man sagt, okay, gucken wir mal, mit was die Aktie 2017 bewertet war, mit was für einem KUV. Dann machen wir nämlich den hier und jetzt wird es die Bewertung nach oben gehen, der faire Wert, da seht ihr dann das, ist ein bisschen nach oben gegangen, wäre jetzt hier bei 170, also ganz in der Nähe. Und hier für das Ende des laufenden Geschäftsjahres hätten wir hier bereits eine positive Renditeerwartung sogar. Kann natürlich sein, dass es dann wieder nach oben geht im Zug von einer Gegenbewegung und so weiter. Deshalb wollte ich mir schon mal etwas an PayPal sichern, weil ich habe diese Phase hier verpasst, wo es eine sehr gute Einstiegschance gewesen wäre. Jetzt bin ich halt hier rein. So, das also zu PayPal. Ich habe PayPal gekauft. Die Überbewertung war erkennbar. Ist die Aktie nach der Korrektur in Kauf? Für mich persönlich ja, weil ich längerfristig investieren möchte. Und dann sehe ich hier Renditeerwartung, hier 17,5% aufs Jahr bis zum Jahr 2024. Ihr müsst es natürlich für euch selbst immer entscheiden, ob die Aktie für euch in Kauf ist. Nochmal hier der Hinweis, zuerst Qualitätsaktien sichern. Und dann auf die jungen Wilden gehen. Vielleicht kriegt man ja auch die eine oder andere Aktie, die sowohl eine Qualitätsaktie ist, die aber auch noch so die Gewinndynamik, Wachstumsdynamik hat von einer jungen wilden Aktie. Und das könnte beispielsweise PayPal sein. Deshalb habe ich mir die Aktie auch zugelegt. So, danke für das Video. Ich glaube, es war eine ganze, ganze Menge Stoff. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und Nerven bewahren, wenn es wieder nach unten gehen sollte und im allerbesten Fall sogar die Kaufchancen wahrnehmen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.